Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Insights bei Aero. Unser heutiges Thema, FortiAnalyzer Tipps und Tricks. Zu Gast heute bei mir, herzlich willkommen, wieder Markus Hirsch. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Und natürlich auch prominent vertreten unser österreichisches Fortinet-Team, Florian Fuchs, zu meiner Rechten. Ihr technischer Ansprechpartner rund um das Fortinet-Universum, Thomas Schuster-Eder, zu meiner Linken, Ihr Business Development Manager, einer von drei eigentlich, und remote zugeschaltet der Erich Wiesinger. Ja. Guten Morgen. Und wir zeigen Ihnen heute, oder der Markus zeigt Ihnen heute an Beispielen aus der Praxis, wie Sie den FortiAnalyzer effizienter nutzen können und über den, wie Sie einen besseren Überblick über den Status Ihrer Security bekommen können und einfach auf eigentlich ausmacht, schneller reagieren zu können auf ganzen Einfallstore und so weiter, was uns, so wie wir den Medien immer nehmen können, ja sowieso Tag ein, Tag aus mittlerweile womit wir konfrontiert sind. Wenn Sie Fragen haben, bitte wie immer über das Fragefenster zu stellen. Und ich würde sagen, Markus, here we go. Geht schon los? Es geht los, ja. So. Main Screen. Tatsächlich, ja, mein Schirm ist da. Ja, ich habe diesmal keine Slides mitgebracht, sondern habe gedacht, ich zeige einfach direkt live alles her. Ich gehe davon aus, dass den FortiAnalyzer als solches die meisten wahrscheinlich kennen. Grundsätzlich, der FortiAnalyzer ist das Forti-Ding, das die Logmeldungen von all meinen anderen Forti-Dingern zusammensammelt. Man könnte sagen, ein kleines CM für alle Fortinet-Produkte. Das ist genau die Stoßrichtung von dem Ding. Alle Logs zusammensammeln, darauf reagieren, visualisieren, sichtbar machen. Und das gerade, wenn man sich so CMs anschaut, wie lange dauert es, ein CM aufzusetzen, Tage, Wochen, Monate. Wie lange brauche ich, um einen FortiAnalyzer sinnvoll am Laufen zu haben? Flo, 2 Stunden? Ja, so in etwa. Schaut man, ja. Inklusive Kaffeepause. Ja. Kommt natürlich auch darauf an, was du machst. Ne? Ja, natürlich. Also man kann dann dahinter immer noch tunen und tweaken. Genau, da zeige ich dann auch noch ein paar Sachen. Da kann man dann immer noch nacharbeiten und dazu. Aber dass man das Ding grundsätzlich aufgesetzt habe und wirklich sehe, was tut sich einmal, kann man in 2 Stunden sicher gut durch. Das heißt, wir haben jetzt das Webinar bis circa 11. Das geht sich wunderbar aus, das zu machen. Nein, natürlich nicht. Wir machen das Ganze im Schnelldurchlauf, mal so schauen, was tut sich denn in meinem Netzwerk. Das Erste, was mich natürlich mal grundsätzlich interessiert, wenn ich mir denn so anschaue, was tut sich in meinem Netz, sind natürlich mal die Threads. Ich schaue mir hier die letzten 12 Stunden an. Man sieht hier sehr schön, gestern Abend haben einige IPS-Signaturen angeschlagen. Das waren genau die hier. Das war, wie ich ausprobiert habe, funktioniert eh alles für das Webinar. Und heute in der Früh war ich auch nervös und habe es auch nochmal probiert. Also waren auch nochmal Angriffe und habe ich hier auch nochmal die Informationen. Wenn ich mir das aber so anschaue, und das finde ich, das ist eines eigentlich meiner Lieblingsfeature im FortiAnalyzer, das ist der ThreadScore. ThreadScore ist Flensburg im Netzwerk, wenn man das in Österreich so formulieren darf. Das heißt, für jede unerwünschte Aktion gibt es Schlechtpunkte. Also schlägt eine IPS-Signatur an, gibt es Schlechtpunkte. Also wir sehen hier, 17 Mal hat eine IPS-Signatur angeschlagen. Das hat in Summe knapp 500 Punkte ThreadScore gebracht. Das ist natürlich eine relativ naheliegende Sache, auch wenn ich sage, okay, eine Firewall-Policy hat jemanden geblockt. Das ist 68 Mal passiert in den letzten 12 Stunden. Hat einen Score von 2000 gebracht. Und gerade wenn ich mir das nach dem Score sortiere und ich dann reinschaue mit einem einfachen Doppelklick einmal, dann sehe ich, was ist denn da rundherum sonst noch passiert. Und dann sehe ich, das ist eine Testumgebung, da ist jetzt nicht ganz so viel drinnen, sehe ich, dass ein Benutzer das alleine getriggert hat. Das ist einmal durchaus interessant. Schauen wir mal an, was denn der gemacht hat. Und dann sehe ich, dass der von dieser IP-Adresse versucht, einen Server zu erwischen mit einer Remote Shell und das geht nicht. Das wäre jetzt der Zeitpunkt, sich mal anzuschauen, wem gehört diese IP-Adresse, wo sitzt er und wieso macht er das? Einfach
klassische Hygiene im Netzwerk, um drauf zu kommen, wo tut sich was. Das gleiche Spiel natürlich mit Failed Connection Attempts. Failed Connection Attempts muss jetzt nichts Böses im Sinne eines Security Incidents sein. Das sind sehr häufig Fehlkonfigurationen. Schauen wir mal, was sich da hier bei mir tut. Sind zwei. Gut, der eine, das ist zweimal passiert, vielleicht hat er sich irgendwo vertippt, aber der andere hier mit 78 Mal. Was könnte das sein? Habe DNS-Error. Mache einen Doppelklick drauf. Schaue ich es mir an und sehe ich Connection Attempt failed. Er kommt nicht zur 888. Sollte man sich anschauen, warum kommt er nicht zur 888? Hier in meiner Testumgebung weiß ich es. Ich habe sie nicht erlaubt. Oder ich habe ihm das verunmöglicht, sodass halt keine Firewall-Policy ist. Im echten Leben kann es aber durchaus sein, dass irgendwer noch den alten DNS-Server, den wir vor 2 Jahren wegmigriert haben, immer nur eingetragen hat, immer noch als erstes probiert und erst der zweite Versuch geht an den richtigen DNS-Server. Bringt nur Verzögerungen für den Benutzer. Gut, die Last von diesen paar DNS-Paketen im Netzwerk ist wahrscheinlich zu vernachlässigen, aber die Verzögerung, die es für den Benutzer bedeutet, der eben auf das Timeout von den DNS-Requests warten muss, ist unschön. Das gleiche für alle anderen Fehlkonfigurationen, wo noch falsche alte IP-Adressen drinnen sind, da kann man halt einfach wunderschön aufräumen. Wenn ich jetzt mal von den Threads weggehe und von Flensburg im Netzwerk weggehe, dann habe ich natürlich den Traffic, den ich mir anschaue, wo ich mir auch hier immer den Threadscore mit eingeblendet habe und sehe, okay, der hier macht den meisten Traffic, das ist die 10.10.253.254. Wenn die FortiGate natürlich die Login-Informationen, die User-Informationen entweder über den FortiClient oder über FSSO oder über andere Authentifizierungsmechanismen bekommt, dann steht da nicht nur die IP-Adresse, sondern steht da natürlich auch der Benutzername mit dabei. Wenn es Geräte sind, die direkt an der FortiGate dran stehen, dann weiß die FortiGate natürlich auch die MAC-Adresse und dann habe ich auch die MAC-Adresse natürlich hier mit drinnen stehen. Also alles, was so an Informationen irgendwo verfügbar ist über die Logs, wird mir zusammengesammelt. Ich kann mir Top Sources, Top Destinations, Top Destination Addresses und so weiter zusammensuchen. Ganz interessant mitunter auch die Policy Hits, wo ich eben sehe, welche Firewall Policy hat wirklich wie viele Hits. Und auch das kann durchaus eine interessante Sache sein. Etwas, das auch sehr interessant, oder gehen wir mal auf die Applications vorher noch, meine Top Applications, wo ich einfach sehe, was tut sich, welche Protokolle passieren in meinem Netz. Je nachdem habe ich, sieht man mich noch? Ja, okay. Je nachdem, ob ich SSL Inspection aufgedreht habe oder nicht, sehe ich natürlich mehr oder weniger, was jetzt SSL betrifft. Aber SSL nicht aufdrehen, keine Ahnung, wo die Statistiken jetzt sind, aber ich schätze mal so unter 90% verschlüsselten Traffic sind wir nicht. Wenn wir uns klassischen Internet-Traffic anschauen, also mache ich keine SSL-Deep-Inspection, dann bin ich eigentlich da, wo wir vor 25 Jahren mit Firewalls waren, wo man nur auf IP-Adressen und TCP-UDP-Ports vielleicht gefiltert haben. War zwar eine schöne Zeit, aber ja, security-mäßig ist das ein Rückschritt um 20 Jahre mindestens, wenn man SSL-Inspection heute nicht aufdreht. Wobei es da üblicherweise zwei Lager gibt, gell? Ja. Die einen mögen es, die anderen eben nicht. Ja, natürlich. Aus Security-Sicht bei mir im Unternehmen komme ich nicht drum herum. Was da natürlich ganz wichtig ist, und da hast du schon recht, Flo, ist, dass ich manche Dinge ausnehmen muss. Ja. Also manche Applikationen funktionieren einfach nicht, wenn ich das aufdrehe. Wenn diese Applikationen bei mir erlaubt sind, ja, dann habe ich eine legitime Ausnahme. Dann trotzdem noch die Zertifikate. Genau. Genau, da kann man dann zumindest Certificate Inspection machen und sagen, ist das ein gültiges Zertifikat, das daherkommt, ist es das richtige Zertifikat, dass wir aus Netzwerksicht uns hier ein bisschen sicherer sein können. Aber die Zertifikatsgeschichte muss man sich wirklich durchdenken. Und, also nicht implementieren ist keine Option. Richtig, das wird ja auch von der Firewall immer gleich gesagt. Ja. Keine,
zumindest mal die Certificate Inspection aufdrehen, sonst hat man halt gar nichts. Genau, ganz genau. Dann hast du einen Router da stehen. Ja, genau. Eine sehr interessante Informationen kriege ich natürlich auch aus den VPNs heraus, so ich welche konfiguriert habe, die habe ich in meiner Testumgebung hier nicht drinnen, die lasse ich momentan mal außen vor. Was ich auch automatisch gleich mit drinnen habe, sind auch so schöne Sachen wie Failed Authentication Attempts. Auch da habe ich ja ein paar vorhin generiert, wo man sich natürlich auch überlegen muss, hier Benutzernamen 123, ASDF und anderen Blödsinn probiert. Da sollte man sich vielleicht einmal auch überlegen, wer probiert denn da und was probiert denn da? Wieso macht denn der das? Auch gleich automatisch mit drinnen die Resource Usage meiner FortiGates. Ich habe hier drei FortiGates drinnen, habe halt Average Memory CPU über die letzte Stunde. Immer hier oben dann auch zu schauen, welchen Zeitraum schauen wir uns an. Und wie ist die Peak Usage? Kann man das dann auch natürlich noch in Graphen hübsch darstellen lassen. Und habe hier dann meine Informationen beisammen. Wenn ich dann mir Log-Informationen im Detail anschauen will, dann habe ich die natürlich hier drinnen. Hier kann ich mir genau jeden einzelnen Log anschauen, der daherkommt. Ganz grundsätzlich auf einem kleinen 13 Zoll Display wird es dann schön langsam ein bisschen mühsam vielleicht. Auch wenn ich mal hier zusammenkopiere und ausblende. Auf größeren Schirmen ist es dann schon ein bisschen schöner. Und kann mir hier natürlich immer überall dann draufklicken, habe die Details, alle Informationen, die in der Logmeldung drinnen sind. Und was auch eine sehr schöne Sache natürlich ist, ich kann sagen, okay, DNS interessiert mich jetzt nicht und kann damit alle DNS-Logs mal schön und einfach ausblenden. Jetzt ist mir da dieses Overlay-Dings im Weg, dass ich zum X nicht komme. So. Mich interessiert DNS, DNS nicht. Mich interessiert alles, was auf diese IP-Adresse geht und kann mir hier einfach sehr schnell und einfach das schön zusammenklicken und habe dann alle meine Informationen beisammen. So wie wir es auch aus einem Wireshark ja gewöhnt sind. Wir klicken auf das Feld, sagen das dazu oder das darf nicht dabei sein, nehmen das wieder raus. Das ist halt einfach wirklich so, wie das heutzutage funktionieren soll und habe alle Informationen da drinnen beisammen. Das ist ja schon mal eine recht schöne Sache. Ein wichtiger Punkt ist natürlich ein Analyzer, der keine Logs bekommt, hat ein Problem. Also kann so nicht konzipiert gewesen sein und das ist auch durchaus eine Betrachtung wert. Ich habe hier in meinem FortiAnalyzer einen Log-Händler, einen Event-Händler, wie er korrekt heißt, gebastelt, wo ich sage, wenn der FortiAnalyzer erkennt, dass eine FortiGate offline ist, braucht er im Standard 5 Minuten dafür, dann, und das passiert einmal, dann tut er etwas und wofür wir uns hier entschieden haben, ist nichts anderes, als dass wir diesem Event noch einen Tag geben. Tag ist Log Issue. Mehr passiert da mal nicht. Und dann kommt ein zweites sehr nettes Feature vom FortiAnalyzer ins Spiel. Das sind die Playbooks. Und hier habe ich dieses Playbook drinnen und starte hier, sobald ein Event mit dem Tag Log Issue kommt. Und ein Event kann beliebig viele Tags natürlich haben und damit kann ich auch auf einem Event unterschiedliche Playbooks starten, kann mir die hier und oder verknüpfen, um das entsprechend zu machen. Was ich dann mache, ist, wo meine Maus jetzt mitspielt. So. Ich lasse ihn einen Incident anlegen. Was auch immer das jetzt bedeutet und wo auch immer da jetzt was passiert ist.
und lasse ihn dann noch weitere Informationen an den Incident anhängen. Die Incidents finde ich hier im Menü drinnen. Die waren dann gleich da ein Stück unten. Und da ist heute um 8:35 habe ich vorbereitet, weil dazu muss ich natürlich das Login zwischen meinen FortiGates und dem Analyzer abdrehen. Das ist jetzt hier beim Vorzeigen dann ein bisschen kontraproduktiv, also hier habe ich schon vorgearbeitet und habe hier dann einen Incident drinnen. Incident, ja, wie der Name sagt, das ist etwas, das man sich vielleicht anschauen sollte. Der Incident kann jemandem zugewiesen werden. Ich habe hier meine User drinnen, das heißt, auch wenn ich im Team arbeite, kann ich sagen, hey Flo, schau du dir das bitte an, aber reden finde ich nicht so super. Ich finde in solchen Sachen Ticketsysteme viel besser, weil da ist dokumentiert und wenn dann nach dem Flo der Rainer dann draufschaut und sagt, super, dass ihr miteinander geredet habt, aber das ist nirgendwo dokumentiert, was ist mit unserer Compliance, dann haben wir das da drinnen dokumentiert und der Rainer, wenn er dann nachher nachschaut, weiß, was passiert ist. Ticketsystem ist ja ein gutes Stichwort, du kannst über die Automation ja auch gleich ServiceNow integrieren, kannst B. Spoiler mir nicht die nächsten Mal. Ja, natürlich. Ich kann dann auch andere Ticketsysteme verwenden und habe hier ein einfaches Ticketsystem, also ein einfaches Incident-Handling-System drinnen und kann auch hier weitere Playbooks ausführen. Das macht dann einen Sinn, wenn ich wiederum im Fortinet-Universum bleibe, wenn ich den Forti-Client überall drauf habe, dann kann ich hier sagen, gut, ich habe jetzt keine Playbooks definiert vor, kann ich sagen, zeig mir die Top 10 Prozesse auf dem Windows-Rechner, die gerade laufen. Mach einen Vulnerability-Scan auf der Maschine. Aktiviere die FortiClient-Quarantäne, das heißt, dass der FortiClient den IP-Stack cuttet und nur mehr über das EMS-Management verfügbar ist oder erreichbar ist, damit ich die Maschine aus dem Netz nehmen kann, weil es passiert gerade irgendetwas, das ich wirklich nicht möchte. Und das kann ich hier wirklich dann mit 2 Gigs Execute Playbook die vorbereiteten Playbooks auswählen und laufen lassen und fertig. Damit kann ich mich hier sehr schön durchhandeln und kann dann das Problem lösen und irgendwann sage ich, Status ist jetzt closed, remediated, war ein Fehler, fertig, haben wir draußen und alle wissen, wer wann was gemacht hat. Das ist die schöne Sache. Natürlich habe ich dann gerade das Logging ist von zwei Seiten zu betrachten. Ich habe es ja nicht nur der Analyzer, der mir sagen kann, ich kriege keine Logs mehr. Er kann mir natürlich auch die FortiGate von der anderen Seite. Kann mir natürlich genauso sagen, ihr erreicht den Analyzer nicht mehr. Und das kann ich sehr schön über die Automation Stitches machen. Ich habe, Moment, ich bin auf der falschen. Mit dieser Fabric. Ja. Ich hatte die, ne, nicht reden. Immer diese Passwörter. Genau, nicht reden und tippen gleichzeitig. Multitasking kann ich nicht. Das Chromosomenpaar und zu alt dafür. Das ist das Schöne an der Fabric, wie du schon gesagt hast, ich konfiguriere das einmal auf der Fabric Root und es wird auf alle meine FortiGates in der Fabric verteilt. Das ist ja das Angenehme hier drinnen. Und hier habe ich standardmäßig den FortiAnalyzer Down-Meldung und habe einfach eine E-Mail-Notification darauf gesetzt und habe dann hier auch tatsächlich die E-Mail da, die mir dann sagt, hey, einfach nur die Logmeldung reingeschmissen für mich, die mir sagt, hey, der Analyzer ist nicht mehr erreichbar für mich. Das ist die schöne Sache. Jetzt kann ich auch die Mail-Notifications ausblenden, nachdem ich die Mail gezeigt habe und kann weitermachen. Zu der FortiGate kommen wir dann gleich nochmal. Und was ich dann auch sehr Schönes habe, immer wenn einer dieser Event-Händler, und das sind durchaus viele vordefiniert schon, man sieht hier zum Beispiel die verschiedensten Outbreak-Alerts. Outbreak-Alerts ist auch etwas, das in der FortiAnalyzer-Subscription bei der VM automatisch dabei habe. Alle
großen, größeren Dinge, Incidents, die vorfallen, wird mir automatisch ein Eventhändler erstellt, der dann sagt, okay, wenn diese Logmeldungen auftreten, da wird auf eine bestimmte IPS-Rule getriggert, dann erstellt mir das automatisch einen Event. Das ist einmal Event und noch kein Incident. Das heißt, die Liste der Events kann ich mir dann zum Beispiel mit den Playbooks automatisiert, wie wir es vorher gesehen haben, zu Incidents umwandeln. Oder ich gehe es händisch durch und sage, keine Ahnung, Unblock Videos, Suspicious Destination, das müssen wir uns anschauen, Create New Incident. Und schon habe ich ihn drüben in der Liste. Der Flo und ich wissen, es gibt wieder Arbeit, neuer Incident. Müssen wir uns anschauen, müssen wir im Detail durchgehen. Und damit kann ich mir das sehr schön zusammenhandeln. Wenn ich jetzt mir hier von einem Client, na komm, so, eine IPS-Signatur triggere, da greife ich einfach nur auf eine vermeintlich böse Seite zu. Testsystem ist jetzt nicht das performanteste. So, dann sehe ich hier jetzt mein IPS. Wir fahren hier mit Gürtel und Hosenträger, also doppelt gemoppelt in diesem Setup. Wir sagen einerseits, wir schauen in die Richtung des Angriffes und in die Gegenrichtung. Das heißt, wir sagen einerseits, wir haben hier die Intrusion to der IP-Adresse geblockt. Und die Intrusion from, also von meinem internen Client, ist auch geblockt. Wenn ich da jetzt rüber scrolle, dann sehe ich, welche Händler hier gegriffen hat. Und habe die Sachen dann hier bei mir beisammen. Und was ich dann damit auch machen kann, ich habe mir einen zweiten Fabric Connector. Automation. Ich habe mir hier eine zweites Playbook gebaut, wo ich auch wieder den Incident kreiere wie vorher. Ich gehe dann noch einen Schritt weiter und sage, im Feld Group by 1 steht die IP-Adresse drinnen. Ich hole mir von FortiGuard gleich automatisch die Reputation von dieser IP-Adresse oder DNS oder was auch immer denn dafür. Was da getriggert hat, was da weitergegeben wird und attache das dann automatisch zu meinem Incident und habe die Informationen drin. Das heißt, die Idee von den Playbooks ist auch natürlich, dem Flo und mir, wenn wir die Incidents durchgehen, Arbeit abzunehmen und möglichst viel Informationen schon automatisch in den Incident reinzustecken, damit wir nicht einfach immer die gleiche Arbeit machen müssen und ich bin besonders schlecht in immer das Gleiche machen. Ich schaffe es einmal. Beim zweiten Mal ist man schon fad und beim dritten Mal vergisse ich auf die Hälfte. Und wenn ich dann alle Informationen beisammen habe, dann brauche ich das nur durchgehen und kann natürlich viel schneller und einfacher die Informationen dann als Mensch verarbeiten. Jetzt hast du da ja nach der Reihe die Aktionen abgearbeitet. Kannst du auch mehrere Trigger hinzufügen eigentlich? Also kannst du und oder Verknüpfungen in den Triggern bauen? Ich kann pro Trigger eine Und-Verknüpfung machen, also eine entweder und. Oder ein Oder, sehen wir hier gleich. Jetzt wieder nicht laden. Demnächst. Demnächst, genau. Demnächst hier im Kino. Ja. Die Maschine braucht mehr Speicher. Beziehungsweise ich kann mir den dann natürlich auch klonen und die Trigger dann. In einem Playbook. Ja. Damit habe ich die hier beisammen. Und was du auch gesagt hast, was ein wichtiger Punkt ist, sind die Konnektoren. Und ich habe hier habe ich einen Konnektor einfach nur auf einer Webhook-Seite, dass ich sehe, der Webhook kommt an. Klassischerweise die API-Nutzung in Richtung ServiceNow, welches auch fix fertig schon drinnen ist. ServiceNow oder Slack oder Teams, das heißt, ich schicke mir einfach in eine Gruppe eine Teams-Meldung. Hey Leute, neuer Incident, kümmert euch drum.
Da muss man aber den Fabric Connector so beachten. Je nach ADOM hast du eben unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten. Du bist jetzt, glaube ich, in der korrekten ADOM drin, oder? Ja. In der Root ADOM, glaube ich, hast du nämlich die ETSM-Variante nicht drin. Da hast du dann aber die externen Connectoren drin. Genau, ganz also, genau. Da muss man eben auch schauen, weil hier taucht jetzt zum Beispiel die E-Mail gar nicht auf. Genau. die dann hier dann ja nur meine Action ist, die ausgeführt wird. Ja, genau. Ja. Und was ich hier eben verwendet habe, ist der Generic Connector, wo ich sage, wir schicken hier eine Information irgendwo hin. Und genau das habe ich hier mir vorbereitet. Der Incident, der da in der Früh geraced wurde für den Lockdown, also dass die Logs nicht mehr kommen, dass der Tunnel down ist, habe ich einfach nur die Incident-ID dahin geschickt, wenn wir das jetzt nochmal vergleichen, das war der Incident 14 und wir hier auf die Incident schauen, dann war das der Incident 14, den ich auch schon geclosed habe und damit kann ich alle beliebigen Informationen, die ich in meinen Playbooks verwende, kann ich dann an ServiceNow, an, weiß nicht, gibt es Remedy noch, das war in meiner Jugend, war das ja recht. Recht beliebt. Oder 1800 gab es schon Tickets. 1800 gab es schon Tickets. die wurden aber noch in Stein gemeißelt. Ach so. Ja, waren aber wert, waren, konnten als Waffen verwendet werden. Oder welche Ticketsysteme auch immer ich denn verwenden möchte, kann es da hinschicken. Zwei ja via Mail als Simples, das kriegst du es ja auch. Genau, via Mail. Also in den OTS rein oder in irgendein anderes Open Source oder whatever. Genau. Wobei das ja Webhooks auch unterstützt, wenn wir ja. Keine Ahnung. Ja. Also wenn, dann würde ich lieber Webhooks verwenden. Finde ich besser als E-Mails, aber ist vielleicht auch eine Frage des Alters. Immer das nehmen, was funktioniert, was den wenigsten Aufwand betrifft. Ja. Und einen wollte ich noch zeigen. Zwei wollte ich noch zeigen. Ich fahre halt in den Event-Händler. Habe mir eh wieder verplaudert. Ich habe hier auch ein Add-to-Blocklist. Das ist jetzt genau die Geschichte für die IPS-Signaturen, wo ich wieder drauf gehe, dass ich sage, zeig hier, dann machen wir es ganz auf. Hier attache ich jetzt wieder Text drauf, auf die ich eben in meinem Playbook reagieren kann und halt. Was hier auch was Cooles ist, auch hier habe ich jetzt aktiviert das Feature Automation Stitch. Hier sind wir jetzt wieder in der Fabric-Konfiguration. Ich gehe auf meine FortiGate, 50% Chance, es ist sicher wieder die falsche. Nein, das war die richtige. Und ich habe hier einen FortiAnalyzer Event Händler, der, wo ich nur auf Create New gehen muss und dann habe ich den Trigger schon zur Auswahl. Mal schauen. Create New. Add Trigger. Und dann habe ich hier genau den als Trigger auf der FortiGate den Event Händler, den ich am Analyzer angelegt habe, ohne dass ich irgendwas zusätzlich konfigurieren muss. Das heißt, alles, was ich am Analyzer konfiguriere, habe ich sofort auf all meinen FortiGates verfügbar. Das ist der einzige Weg zum FortiGate? Nein, du kannst natürlich den Webhook Incoming genauso verwenden. Aber das ist der bequemste Weg. Ja. Weil ich nichts mehr rundum und um machen muss. Was ich hier gemacht habe, wir sehen dann als Action Create IP Block Address und wenn wir uns die Action nun anschauen, dann mache ich ein Config Firewall Address, mache ein Block und dann die IP-Adresse, mache ein Set Subnet, bla bla bla. Das heißt, ich lege mir ein Adressobjekt an, stecke das Adressobjekt in meine Adressgruppe und die Adressgruppe habe ich jetzt wenig überraschend in einer Block Firewall Policy drinnen und sage, mit denen darf niemand reden und kann damit sehr schön diese Sachen automatisieren und sobald irgendwo etwas gefunden wird, kann ich genauso natürlich auch in ein Playbook reingeben. Also wenn du dann nachher einen Incident analysierst, Flo, dann brauchst du nicht auf der FortiGate herumkonfigurieren,
sondern du sagst einfach Execute Playbook, block die Destination IP und auf allen FortiGates, für die das relevant ist, ist es sofort in der Blocklist drinnen. Das ist dann natürlich das Angenehme. Und der Mitarbeiter freut sich. Also der Mitarbeiter, der den Incident bearbeitet schon, der das ausgelöst hat. Gut, jetzt ist die Frage, blocken wir die Source oder blocken wir die Destination-Adresse? Das liegt dann natürlich immer im Ermessen. Ich habe halt einen guten Tag. Und was passiert, wenn du eine Destination natürlich hast, die geblockt werden muss, du blockst nur diese, dann ist es ja kein Problem. Genau. Wenn es jetzt was gravierend oder es ist auf dem Client, dann ist der natürlich relevant. Genau, also dann geht es darum, mal den Client zu isolieren. Ja. Entweder über den FortiClient oder über die FortiSwitch-Integration. Da hat der Mitarbeiter erstmal Mittagspause. Genau, und dann haben wir hoffentlich die Laufschuhe an und bewegen uns ganz schnell dorthin und schauen uns genau an, was ist da los. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen was über das Reporting auch erzählen, aber ich habe mich wieder mal ein bisschen verplaudert. Eines will ich noch unbedingt herzeigen, was nämlich auch das wirklich Interessante an der Sache ist, all die Informationen, die ich aus dem Netzwerk sehe, die sind natürlich gut und wichtig. Aber seien wir uns ehrlich, es ist die halbe Miete. Ich würde gern wissen, was sich auf den Clients wirklich tut. Und ein Beispiel, das ist ein Default-Händler, der automatisch da ist. Da habe ich nichts konfiguriert. Und wenn wir uns das anschauen, Default Microsoft Windows Security Auditing Log. Das heißt, ich habe am Analyzer auch die Security Logs von meinen Windows-Rechnern. Wie kommen die da hin? Der FortiClient schickt sie. Habe ich den FortiClient auf meinen Windows-Rechnern, dann habe ich am Analyzer auch all meine Windows Security Logs beisammen und kann auch auf diese reagieren und habe hier sehr viel auch schon vorkonfiguriert. Und was wir hier auch sehen, ich persönlich arbeite da in Wahrheit genauso. Irgendwo was beginnen heißt von irgendjemandem was kopieren. Das ist ja das Schöne am Crowdsourcing und Open Sourcing. Und hier haben wir uns das von GitHub genommen und haben einfach die Ideen von dort genommen und haben das halt hier einfach auch implementiert und nachvollzogen. Und das ist natürlich das Schöne, wenn ich dann nicht nur sagen kann, welche IP-Adresse auf welcher Firewall wo was gemacht hat, sondern ich das auch korrelieren kann mit dem, was tatsächlich dann das Windows auch im Security-Log feststellt. Und das, was hier eben abgefragt wird, das kann man hier ein bisschen besser lesen, dann da unten, wenn drei unterschiedliche User sich anmelden oder anmelden versuchen auf einer Maschine, dann wollen wir das wissen. Die typische Brute-Force-Attacke, wenn man den User nicht weiß. Ja. Oder einfach mal reinfeuern, schauen, was passiert. Genau. Vielleicht trifft man ja das Richtige. Genau. Und dann probieren wir es. Oder also was durchaus auch eine gängige Variante ist, wenn man im Maschinenschreiben nicht so schnell ist und neben dir jemand sitzt, dann hat man schon eine Chance, das Passwort von den Fingern abzulesen. Ja, und dann habe ich halt vielleicht die eine oder andere Taste falsch herum erwischt. Dann probiere ich das zwei, dreimal aus. Man ist dann der gleiche User mit zweimal dem falschen Passwort. Kommt aber genauso rein. Und dann kann ich hier wiederum darauf reagieren und kann die Maschine über den FortiClient vom Netz nehmen und habe hier halt einfach wirklich das Zusammenspiel von all meinen Tools, die ich beisammen habe. Und also diese Features zu verwenden, das haben wir jetzt wirklich immer noch in den 2 Stunden, die ich brauche, um den Analyzer aufzusetzen. Und ich habe jetzt die Windows Security Informationen auch schon drinnen. Browse dann hier noch durch die vordefinierten Händler und habe dann auch schon die Windows-Sachen mit drinnen. Genauso von Linux und auch die Mac-Informationen kriege ich natürlich genauso rein, wenn ich den FortiClient auf den entsprechenden Betriebssystemen drauf habe. Und das ist dann eine coole Geschichte. Damit habe ich mich halbwegs zeitlich. Immer perfekt. Viel Input, interessanter Input, super live hergezeigt, wie immer. Ich habe auch noch 2 Sachen zum Abschluss.
Was mir auch ganz wichtig zu erwähnen ist, ihr setzt da im Prinzip unser Fortinet-Team. Es ist doch für die Distribution ein sehr, sag ich mal, prominentes Team, sage ich jetzt einmal, von Aufstellung her, wie gesagt, von A bis Z möchte ich sagen. Also Sales natürlich, klar, Tagesgeschäft, Operations-Abwicklung, aber wichtig eben, und danke auch Flo immer für deine Inputs da gemeinsam mit dem Markus, also soll auch unsere technische Kompetenz letztendlich unterstützen. Der ist ja nicht alleine, sondern auch der Michi Goschler steht immer gerne zur Seite, was das betrifft. Garniert, wir sind ja auch ein autorisiertes Trainingszentrum, da steht Ihnen gerne die Kollegin, die Marion Beate Hochreiter, zur Verfügung. Einen habe ich auch noch, weil das muss ich kurz erwähnen: Save the Date. So, jetzt ja. Und zwar am 20. Dezember machen wir unsere traditionelle unseren traditionellen Rückblick. Genau. Also Einladung kommt wieder. Was hat sich getan? Was wird es in der Zukunft geben? Dann lasse ich jetzt aus. Lass mal jetzt aus. Diesmal mit Tom? Mit Tom und mit allen. Ja, nein, bitte unbedingt ein Safer Date machen. Das ist uns immer ganz wichtig. Immer die Bedrohungslagen auch. Was soll es geben oder wo spazieren wir in der Zukunft hin, natürlich von einem führenden Marktführer natürlich auch zu beleuchten. Das soll es auch sein. Gut, dann sage ich recht herzlichen Dank. Fragen sind keine aufgetreten. Ja, und ich freue mich, Sie bei einem der nächsten Ausgaben von Insights Bureau begrüßen zu dürfen. Habt ihr noch was näher? Thema wollen wir das erwähnen mit Best Practice Day? Best Practice Day? Oh ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ja. Sehr wichtiger Punkt. Ja. Ein wichtiger Punkt. Thomas, ja. Flo, hast du den Anmelde-Ding, den QR-Code? Ja, habe ich prinzipiell, aber natürlich jetzt nur auf die Stelle gerade nicht. Da bin ich ja rein können. Da ist ein Zettel und ein Stift, mal ich schnell. Also wir planen Mitte Jänner, Flo, 15. soweit ich im Ja, 15.1. 15.1. werden wir einen Best Practice Day veranstalten. Es wird diesbezüglich noch eine Aussendung von unserer Seite geben. Plätze sind limitiert, also First Come, First Serve. 10 Plätze haben wir? Genau, wird ein spannendes Event werden. Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen. Und wenn es gut ankommt, können wir schon jetzt sagen, wird das fortgeführt, das ganze Thema. Und auch an anderen Standorten werden wir sowas planen. Ja, absolut. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt auch. Also die Festumgebung, die ich da jetzt hergezeigt habe, das ist genau das, in dem wir gerade den nächsten Best Practice Workshop entwickeln. Also der Best Practice, den du ja gerade angekündigt hast, ja, der ist für FortiGate. Ja. Und wie konfiguriere ich und wie konfiguriere ich besser? Und das wirklich jeder Teilnehmer am eigenen Gerät. Und hier bauen wir gerade jetzt den Best Practice Workshop für den FortiAnalyzer auf. Okay. In genau dieser Umgebung. Das für den Manager habt ihr auch noch einen Plan. Genau, der ist dann das nächste, eins nach dem anderen. Da ist einfach die Ressourcen somewhat limited. Wir haben nur einen Max, der das macht. Und kann ich nicht klonen. Ja, man kann mehr Max gebrauchen. Genau, und dann wäre es auch Dolliver, oder? Ja. Ja, also ein wirklich cooler Workshop. Ich habe den auch gemacht, wie wir den ausprobiert haben, sehr, sehr zu empfehlen. Mhm. Gut, wunderbar. Na dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, Wochenende schon mal.